Es ist ja gut, wenn wir hier anfangen, weil hier haben wir uns kennengelernt, der Bruno und ich, am Marktstand am Brunnenmarkt. Insofern passt das gut. Da war die erste Begegnung eigentlich mit meiner Mama, weil Bruno urgiert hat, dass wir keine Stille an den Artischocken lassen. Das war die erste Begegnung damals. Ja, ja. Das machen wir dann auch noch, die Haare austeilen. Und das sind schon die festen Blätter. Das ist schon vor drei Wochen eingesetzt. Hallo Bruno. Aber hier sieht man, dass das nicht so einheitlich ist alles. Schau mal, da kommt eine allererste Artischocke. Das ist die erste von dieser Pflanze. El Primo. Mhm. Unsere ersten Begegnung hier im Brunnenmarkt ist mittlerweile eine mehrjährige Zusammenarbeit geworden mit verschiedensten Projekten. Zum Beispiel machen wir seit einigen Jahren gemeinsam den Tag der Artischocke, der gleichzeitig eine Feldführung bei uns am Hof ist. Und dann danach gibt es einen Kochkurs mit Bruno. Das ist eine ganz erfolgreiche Veranstaltung, die wir ein-, zweimal im Jahr machen und die immer ganz schnell ausgebucht ist. Und andere Ideen kamen von Bruno, wie dass wir jetzt auf unseren Feldern auch eine römische Artischocke kultivieren. Wir sind noch nicht ganz perfekt dabei, wir müssen das noch weiter ausbauen. Aber ein erster Versuch, noch eine weitere Sorte in Österreich zu etablieren. Und wir haben natürlich auch Ideen für die Zukunft. Im nächsten Frühjahr werden wir nach Italien reisen und eins der vielen Artischockenfeste besuchen. Und planen eventuell sowas auch hier nach Österreich zu bringen. Ich freue mich sehr über das Buch von Bruno, dass es jetzt ein Buch über Artischocken gibt, so mit von verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Die Artischocke ist wirklich toll und neu, es gab sowas noch nicht. Es gibt ein paar Kochbücher, die allesamt vergriffen sind. Das, was uns dazu bewogen hat, eine Rezeptsammlung herauszugeben vor 2 Jahren, aber ein Buch, das die Artischocke so von verschiedenen Seiten beleuchtet, gab es bisher nicht. Umso toller ist das jetzt. Und auch für mich waren viele Sachen in dem Buch neu und absolut lesenswert, wissenswert, obwohl ich mich schon so lange mit der Artischocke beschäftige. Natürlich mehr von der Anbauseite. Da haben wir den Bruno auch informiert über alles, was ackerbaulich ist und wie man Artischocken kultiviert. Aber die anderen Aspekte, zum Beispiel die Rolle
der Artischocke in der Kunst, die waren mir neu und sind wirklich spannend zu erfahren. Mir ist durch das Buch auch noch bewusster geworden, welche wichtige Rolle die Artischocke für die Italiener spielt, in Italien spielt, und zwar in mehrerer Hinsicht, von verschiedenen Richtungen, nicht nur kulinarisch, sondern eben in der Kunst, aber auch wirklich im Alltag mit Volksfesten und einfach einen anderen Stellenwert hat als bei uns. Neu war mir zum Beispiel auch die Bedeutung in der Cinar-Werbung, wo Artischocke wirklich für einen Lebensstil steht. Und ich hoffe, dass durch dieses Buch, dass das ein Stück weit dazu beiträgt, dass die Artischocke auch für uns populärer und wichtiger wird. Und du sagst, es ist in einer Woche schon fast doppelt so groß. Ja. Jetzt das Wetter ist perfekt. Warmer Tag und kühle Nacht, das ist gut. Auch den Wind mögen sie. Und windig auch. Ja, sie mögen den Wind. Nur dass die salzige Luft können wir nicht. Ja, auch, das gibt nicht. Das können wir nicht leider, machen. Leider.